Die KPD der Weimarer Zeit veröffentlichte ihre letzte programmatische Erklärung, bevor die Nazis die Macht übernahmen, im August 1930. Sie hatte den Titel Programmerklärung zur nationalen und sozialen Befreiung des deutschen Volkes. Man beachte schon die Wortwahl und die Reihenfolge national-sozial. Das war ein Dokument voller völkischer Floskeln und rechter Parolen. Es war der Versuch, die Nazis rechts zu überholen. Verkauft wurde das in der Partei als eine ganz besonders raffinierte Strategie, die NSDAP zu umarmen und so die Massen von den Nazis wegzubringen. Man verfolgte dann die Strategie, gemeinsame Diskussionsveranstaltungen, einen Redneraustausch mit der NSDAP zu organisieren. Man organisierte mit den Nazis zusammen den Berliner Verkehrsarbeiterstreik. Nun, man weiß, wie die Geschichte ausging. Die KPD hat eine katastrophale Niederlage erlitten. Sie hat mit dieser Strategie letztendlich dazu beigetragen, die Nazis noch hoffähiger zu machen und die Arbeiterklasse und das Volk, die von der KPD so umworben waren, haben sich dann doch lieber für das Original entschieden. Es ist beängstigend, wie wenig manche aus der Geschichte lernen wollen. Sarah Wagenknecht hat sich kürzlich wieder in die Schlagzeilen gepusht mit ihrem Satz: Wer das Gastrecht missbraucht, der hat es verwirkt. Großer Jubel von rechts. Gauland lobt sie für ihren Realismus. Ein Satz, der absolut AfD, wenn nicht NPD, kompatibel ist. Dann wird sie, und das muss man zur Ehre der Linkspartei dann auch sagen, auch innerhalb der Linkspartei heftig kritisiert. Man hält ihr vor, dass Gastrecht kein juristischer Begriff sei, dass die Menschenrechte nicht zur Disposition gestellt werden können. Und dann ist interessant, wie sie sich darauf verteidigt. Sie sagt, na ja, juristisch ist das Wort Gastrecht sicher nicht korrekt, aber die große Mehrheit empfindet das trotzdem so. Und sie korrigiert ihre Position nicht. Was ist da gesagt? Da ist gesagt, na, wenn die Mehrheit die Menschenrechte halt abschaffen will, na, dann schaffen wir sie halt ab. Eine knallharte, erzreaktionäre, menschenfeindliche Position. Und das wird wieder verkauft als eine ganz raffinierte Taktik, um den Rechten das Wasser abzugraben. Als ob es die katastrophale Geschichte der KPD nicht gegeben hätte.